Hallo, Ladies and Gentlemen, beim gut kultivierten Achterbahnbau hier auf RZT South Germany. Mein Name ist MC und wir bauen Let's Build a Theme Park, Folge 39 in der Zwischenzeit, wenn ich mich recht erinnere. Wir hatten ja eigentlich vor, die Wartungshalle mit einem neuen Dach zu versehen. Das habe ich mich aber beschlossen, das nicht zu machen, da ich, warum auch immer, bei dem Stationsdach die Schienen nicht mehr missbrauchen kann. Deswegen lassen wir das jetzt so, falls ich irgendwann mal rausfinden sollte, wie das wieder funktioniert, ohne dabei alles kaputt zu machen, machen wir das natürlich. Aber solange ich da noch nicht weiter bin, wird das Dach auf der Wartungshalle bleiben. Aber das läuft ja nicht weg. Dächer laufen ja selten weg. Im Normalfall. Hoffentlich. So, dann haben wir uns hier zuerst dran gemacht, diesen kleinen Teil hier unter dem Lifthill zu bepflanzen. Einfach so ein paar Blumen setzen. Wir haben ja gesagt, dass wir hauptsächlich die blauen und die pinken Blumen benutzen werden. Vielleicht kommen noch ein paar orangene mit dazu. Ja, und kaum sage ich was zu Blumen, fangen wir an, Häuser zu bauen. Wir bauen den Snack-Bereich hier. Wie ihr seht, da ist jetzt quasi ein Bankautomat mit drin und die zwei Stände. Die zwei Stände haben direkt nach vorne den Zugang zur Straße. Das heißt, man muss nicht erst ins Haus reinlaufen, um zu den Ständen zu kommen, sondern direkt von der Hausfassade aus wird verkauft. Und ja. Genau. Den Grundstock wird sich das Haus teilen. Also wir haben jetzt hier quasi die normalen Backsteinwände genommen, haben die mit grauen Glaswänden vorne dran zugemacht, um eben eine graue Wand zu simulieren. Ist eigentlich ein ganz guter Trick, wenn man es nicht zu krank übertreibt. Muss halt irgendwie gucken, dass man die Stellen, an denen man sieht, dass es eine Glaswand ist, das ist meistens am Rand, dass man die gut kaschiert. Weil dieser Rand an sich eben dann ein bisschen dicker wird. Das sind ja nicht reine Glaswände, sondern ist außenrum noch diese Verstrebung. Und diese Verstrebung sieht man. Deswegen muss man diese Verstrebung dann wegmachen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Und da man die ja nicht wegmachen kann, muss man da halt irgendwie was anderes machen, um es damit funktioniert. Und ja, das dann kann man halten, wie man will. Ich habe jetzt hier die, aber auch nicht überall, und auf der Rückseite habe ich es nicht gemacht, aber ich habe grundsätzlich die, auch diese Holzbalken benutzt, die ich ja sowieso ziemlich zu oft einsetze. Da habe ich mir überlegt, irgendwie muss man in das Haus ja dann noch reinkommen, so als Mitarbeiter, also für die Snackstände, damit die da arbeiten können. Deswegen haben wir jetzt hier hinten das Boden runtergezogen, haben dann Holzboden reingelegt, damit das besser aussieht im Großen und Ganzen, wobei man das jetzt eh nicht mehr sieht. Ich habe mir dazwischendurch noch überlegt, doch die Zäune zu stapeln, aber habe ich dann gelassen. Und dann machen wir jetzt hier eben noch unter dem Lifthill durch diesen Versorgungsweg, der mit einem Zaun vom normalen Weg abgetrennt ist, dass unsere Pieps da nicht reinlaufen. Und dann sieht es doch schon mal nicht schlecht aus. Hier oben auch wieder mit Blumen rumhantiert, rumjongliert, um die auch hier oben schon mal so ein bisschen eine Idee zu bekommen, wie es dann letztendlich im Endeffekt aussehen wird in dem Abschnitt des Parks. Muss natürlich dann am Ende noch viel mehr gemacht werden, auch um den Coaster rum muss viel mehr gemacht werden. Dann habe ich hier die Stützen von dem Coaster umzäunt. Warum genau ich das gemacht habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, weil die auf dem Boden so ein kleines bisschen geglitscht haben. Und wenn ich dann so Zäune außenrum baue, dann fangen die Zäune die Blicke eher auf als der Glitch innen drin. Oder zumindest hoffe ich das. Ob es dann letztendlich wirklich was bringt, weiß ich nicht. Was mir auch schon sehr lange ein Dorn im Auge war, weswegen ich jetzt hier auch speichere, ist dieses Ende. Ich fand, das war einfach kein... Die letzte Kurve war einfach
dem Rest des Coasters nicht würdig, würde ich mal so ausdrücken. Dieses, wir fahren da 3 Meter hoch, dann fahren wir um eine flache Kurve und gehen nochmal 3 Meter hoch. Das war ein bisschen arg abrupt und ruckelig aus und hat überhaupt nicht so in den Flow, den der Coaster eigentlich hat, reingepasst. Deswegen wir jetzt hier das geändert haben, haben den diagonalen Abgrund, wollte ich gerade sagen, die diagonale Abfahrt ein bisschen länger gebaut. Und haben dann hinten eine flüssige Kurve hoch zu uns gemacht. Sieht so einfach besser aus und fährt sich auch viel flüssiger als vorher. Das Einzige, was man sich vielleicht noch überlegen könnte, ist die diagonale Strecke eins weiter nach unten sozusagen zu setzen, dass der Abstand zwischen den beiden diagonalen Strecken, die ihr da jetzt links gesehen habt, ein bisschen größer ist. Dafür müssten wir aber die kompletten Camelbacks verschieben, da wir ansonsten nicht genug Platz haben. Wir müssen quasi die kompletten Camelbacks um ein Feld nach rechts oben jetzt verschieben. Und da weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich machen möchte. Ansonsten können wir es auch mal so ausprobieren, nur mit der kleinen Kurve, ohne die zu verschieben. Dann haben wir da aber eine ziemlich lange gerade Fläche zwischen der Diagonale und der Steilkurve. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das wirklich so lassen möchte, wie das jetzt ist, oder ob wir das doch nochmal umbauen. Ob der Aufwand sich quasi lohnt, das umzubauen. So, dann hab ich mir überlegt, ich rede die ganze Zeit davon, dass hier ein großes Riesenhaus reinkommt, dann müssen wir doch irgendwann mal anfangen, das zu bauen, oder? Ich möchte hier vorne, zur Front, die zum Platz hin zeigt, möchte ich gerne eine große Terrasse machen, auf der man essen kann. Die dann hier mit so Hecken umzäunt, um eben, damit die Leute schlicht und greifend nicht runterfallen. Und hier nochmal so einen Zaun. Und damit die Leute nicht nass werden, wenn es regnet, habe ich mal hier diese Holzgitter drüber gezogen. Natürlich sind die Holzgitter durchlässig, wie man sieht. Aber ich möchte da, das habe ich jetzt im Video nicht gemacht, weil ich es ehrlich gesagt nicht dran gedacht habe, es ist mir jetzt gerade aufgefallen. Man kann mit den Jelly Beans, die wir ja haben, diese länglichen, falls die drin sind, ich hoffe, die sind mit drin, kann man recht gut zusammengerollte Jalousien darstellen. Und genau das habe ich vor, da kommt dann da oben drauf und dann können wir so tun, als ob man im Regenfall quasi einfach dieses Dach ausrollen kann auf diese Gitterstruktur drauf, damit man dort unten eben auch im Regen im Freien essen kann. Ich glaube, in der ursprünglichen Version, die ich so im Kopf hatte, war der Plan, nur eine Reihe draußen zu machen, nur eine Tischreihe draußen machen und der Rest dann drin. Ich habe es mit 2 gemacht, ich weiß nicht, ob ich es so lasse oder ob ich es... oder ob ich es noch ändere, wenn wir es halt mit 4 machen. Müssten wir quasi, oder was heißt müssen, aber würde ich dann wahrscheinlich 2 Balkone machen. Einfach um im Endeffekt trotzdem nur die Dachstruktur 3 Felder breit machen zu müssen. Weil ich bin jetzt kein großer Fan von so mega breiten Dächern, deswegen müssen wir das dann irgendwie anders machen. Aber ich denke mal, so ist es am besten, so wie das jetzt kam. So, dann die Queue. Die Queue habe ich mir überlegt, können entweder wirklich durchs Gebäude durchzuziehen. Habe ich mich dann aber dagegen entschieden und habe die jetzt einfach, lass sie hier so am Haus vorbeiführen. Und über Dach halt die Stellen, die Stellen, die am Haus vorbeigehen. Hier in die Ecke möchte ich einen Snackstand machen. Ich meine, der ein oder andere wird schon im Europapark gewesen sein und weiß, dass da in der Bluefire Queue und in der Wodan Queue kleine Stände sind, wo man sich Eis kaufen kann oder doch schnell was zu knabbern oder sowas in die Richtung. Sollte es jetzt auch sein, das Problem bei RCT ist halt, dass die Leute von der Queue aus nicht auf die Stände zugreifen können. Das heißt dann, einen richtigen, funktionstüchtigen Stand reinzustellen, wäre Schwachsinn gewesen. Und ich glaube, dass diese Attrappe, die ich da jetzt aufgestellt habe, dass die so im Großen und Ganzen vielleicht doch nicht so mega nach Stand aussieht. Ich bin mir aber noch nicht sicher,
wie wir das dann letztendlich deutlicher machen können, damit man das eben auch als solcher erkennt. Das weiß ich noch nicht, aber das finden wir raus. Was ich auch noch nicht weiß, was wir auch noch herausfinden müssen, ist, ob ich hier oben wirklich die Steinwände haben will. Also nicht im Erdgeschoss, die bleiben da auf alle Fälle, aber hier diese beigen Wände im Obergeschoss oder ob ich da doch lieber Holzwände verwenden möchte. Weil auf der einen Seite verwenden wir schon ziemlich viele Holzwände. Zu viel wäre dann vielleicht, ja, auch langweilig. Aber auf der anderen Seite im Vorbild sind es ja auch alles Holzwände. Und wenn ich es nicht schaffe, viele Holzhäuser zu bauen, die sich alle irgendwie unterschiedlich sind, dann wäre ich eigentlich schon ziemlich arm dran. Deswegen, ich gehe davon aus, dass wir das nochmal ändern werden. Das Obergeschoss rausreißen und ein neues Obergeschoss reinbauen. Hier hinten wollte ich dann nochmal eine Terrasse oder Balkon, wie auch immer man das jetzt nennen will, machen. Keine Ahnung, vielleicht eine Raucherecke oder sowas. Weiß ja nicht. Ursprünglich ist ja der, oder was heißt ursprünglich, das ist ja der Plan gewesen, dass in dem Ding ja auch Leute übernachten können. Wir haben jetzt ja hier dieses komplette erste Obergeschoss frei zur Verfügung, wo dann theoretisch kleine Zimmer drin sind. Also jetzt keine, natürlich keine großen Hotelzimmer, aber Bettenschrank, halt so normale Zimmer in Anführungszeichen, wie sie damals halt so üblich waren oder so ähnlich. Hier zwischendurch noch ein bisschen den Park gefixt. Da gab es ein paar Probleme. Hier hat komischerweise der Ausgangsweg nicht mit dem Ausgang connected, weswegen der Mechaniker nicht reparieren konnte. Was genau beim Coaster Loaden der Problem war, weiß ich nicht. Auf alle Fälle haben wir jetzt hier mega das Menschengewusel, das sich hoffentlich in den nächsten Folgen auflösen wird. Es wird jetzt nicht ganz weggehen, diese Folge, aber zumindest so ein bisschen. Bei Pathonax sind wir auch auf Probleme gestoßen mit den Mechanikern. Das wird dann aber auch erst. Ich weiß nicht, ob es mir schon aufgefallen ist in der Folge jetzt oder noch nicht. Auf alle Fälle müssen wir für Pathonax zwei Mechaniker verwenden. Ja, genau, hier ist es. Das Problem ist, dass wir diese zwei Stationen haben und dementsprechend kann der Mechaniker, das wusste ich vorher nicht, nicht auf alles zugreifen. Wenn man jetzt eine Station hat, und dann kann der Mechaniker in der einen Station alles reparieren. Wenn man aber zwei Stationen hat, teilt sich das Ganze auf. Und da war jetzt gerade zum Beispiel das Problem, dass die Sicherheitsbügel nicht schließen, dass die einfach aufgehen und sich nicht verriegeln lassen. Und dafür muss der Mechaniker dann natürlich in die Station, wo es passiert ist, und das ist ja immer bei der Einstiegsstation. Und da konnte er nicht rein. Weil er eben, ja, weil der Bereich nicht groß genug war, um die ganze Queue abzudecken. Das haben wir dann jetzt irgendwann gemacht, haben die ganze Queue abgedeckt, aber dann musste er so lange laufen, dass wenn der in der Mitte von der Queue den Anruf bekommt, dass er zum Ausgang muss, dann dreht er einfach um und läuft wieder zum Eingang zurück. Und lauter so ein Käse. Deswegen haben wir zwei Mechaniker genommen. Der eine, der in der Queue nur im Gebäude rumläuft und der andere, der am Ausgang rumläuft. Ist ein bisschen, ja, schade, weil es eigentlich ziemlich unnötig ist, aber bei so einer langen Queue wäre das viel zu brutal, das mit einem Mechaniker zu machen, weil der das eben nie schaffen würde. So, jetzt habe ich hier diese schöne Dachkonstruktion total überquatscht. Ich bin mit der Dachtextur an sich, mit den Piratendächern eigentlich ganz zufrieden, die würde ich gerne beibehalten. Damit eben nicht alles tracky-tackiert wird und nicht alles diese braunen Holzwände sind. Aber muss ich halt gucken, ob ich die dann auch so lasse oder wenn ich das Ganze eh aus Holz mache, wenn wir da eh Holz, eh ein Holzobergeschoss reinbauen, ob sich das dann nochmal ändern wird oder ob das Dach so bleibt. Generell muss ich bei dem Haus auch ziemlich viel gucken, wenn wir dann nämlich wirklich Zimmer ins Obergeschoss basteln wollen, sozusagen. Müssen da auch mehr Fenster rein, weil sonst haben wir die Hälfte der Fenster keine Zimmer. Die Hälfte der Zimmer keine Fenster. Aber für diese Folge haben wir, glaube ich, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ist zumindest genug gebaut. Hier noch mal dieses kleine Stück Land, was wir da unterm Lift haben. Mal so ein bisschen als Sample benutzen, mal einfach testen, wie das Ganze, wie es so insgesamt hier aussehen soll. Hier in dem Fall jetzt vereinzelt Bäume, viele Blumen, Gebüsch, Steine,
Einfach so eine schöne Landschaft, die nicht zu sehr an den Dschungel erinnert, aber auch nicht zu sehr an Spanien erinnert, einfach irgendwo selbstständig ist, eigenständig ist. Aber mehr Landschaft werden wir garantiert noch irgendwann anders machen. Nicht mehr in dieser Folge, nicht in der nächsten Folge, schätze ich. Vielleicht machen wir es auch in der nächsten Folge, keine Ahnung. Wir gucken uns in der nächsten Folge auf alle Fälle mal das Haus nochmal an. Ob wir das nochmal ein bisschen upgraden können, ein bisschen aufpäppeln können. Und bis dahin, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es gut. Wir sehen uns am Montag wieder, wenn ich nicht... wir sehen uns am Freitag wieder zu Two Boys One Park. Und danach sehen wir uns am Montag wieder. Aber bis dahin, Leute, macht's gut. Und tschüss.